Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine leckere selbstgemachte Tomatensuppe vorstellen. Super einfach, wirklich für jeden was und schmeckt echt lecker. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alle Zutaten für meine selbstgemachte Tomatensuppe liegen bereit. Wir brauchen, welche Überraschung, Tomaten. Das sind jetzt hier so gut 2 Kilo, die ich hier habe. Die braucht man auch schon, da bleibt nachher nicht so wahnsinnig viel über. Denn wir werden nachher erst vorher anschmoren. Geht wirklich leicht das Rezept und echt super lecker. Also 2 Kilo Tomaten. Wir brauchen eine Gemüsezwiebel. Wir brauchen Knoblauch. Ich habe hier 10 Zehen jetzt. Keine Angst, die Suppe schmeckt nicht penetrant nach Knoblauch hinterher, sondern das ist wirklich nur zur Abrundung des Geschmacks. Das geht weitgehend unter im Anbraten nachher. Dann brauchen wir richtig ordentlich viel Basilikum, jetzt schon im ersten Durchgang und vielleicht nachher auch noch ein bisschen zum Garnieren. Dann brauchen wir, je nach Geschmack, wie dünn, wie dick ihr sie haben wollt, später so um die 300 Milliliter Gemüsebrühe, die ich hier schon bereitgestellt habe. Ja, was machen wir noch? Wir brauchen an Gewürzen außerdem Oregano, wir brauchen Chiliflocken, dann habe ich hier Basilikum, was wir gleich untermischen werden. Ich habe hier nochmal Zucker, Tomaten brauchen immer so ein bisschen Zucker zum Ausgleichen der Säure und nochmal einen guten gehäuften Teelöffel oder einen Esslöffel wahrscheinlich Tomatenmark. Und wir brauchen außerdem noch Olivenöl hier, das mischen wir gleich mit den Tomaten und den anderen Sachen in der Auflaufform. Ja, und generell zum Würzen natürlich Pfeffer, Salz. Tomaten brauchen ja doch ein bisschen Salz, da brauchen wir schon ordentlich was. Und dann haben wir eigentlich alles einmal hier angesprochen und dann kann ich mal loslegen mit den Vorbereitungen. Als nächsten Schritt, ganz einfach, werden wir einfach nur die Tomaten zerkleinern, höchstens vierteln, mehr müssen wir gar nicht machen. Vorher schneide ich hier die Strünke raus, geben die hier in die Form, alle anderen Sachen, Zwiebeln und auch Knoblauch kommt ebenfalls rein und wir mischen das dann alles schön mit dem Olivenöl und den Gewürzen und dann kommt es ab in den Ofen und mehr müssen wir erstmal nicht machen und dann bereite ich mal vor. Ja, und vielleicht nochmal ein Tipp zum Tomatenschneiden. Ich schneide die Strünke immer raus, bei den großen Tomaten jedenfalls. Die Menge reicht bei weitem nicht, um sie zu vergiften, aber schmeckt auch nicht. Und es muss auch nicht sein, weil es ein bisschen bitter ist, der Stiel hier bei den Nachtschattengewächsen. Damit ihr nicht zweimal schneiden müsst, ist jetzt kein wahnsinnig intelligenter Trick, aber spart euch einen Schnitt, schneide ich die Tomate nie in der Mitte durch, was man häufig sieht und man dann so zweimal den Strunk entfernen muss, sondern immer nur ein bisschen neben der Mitte. Ja. Und dann seht ihr, da muss ich auch nur einmal den Strunk entfernen. Und das war's. Und die zweite kann ich dann so lassen. So, ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen sauber gemacht. Weiter geht's. Das war echt nicht viel Vorbereitung, oder? Tomaten schneiden, Zwiebel schneiden, Knoblauch schneiden, das war's. Ganz grob nur, mehr brauchen wir auch nicht. Und jetzt geht's auch ganz einfach weiter, bevor das Ganze dann in den Ofen kommt. Jetzt kommt das Basilikum dazu. Und zwar mit Stängeln. Das geben wir hier so rein. Ich schneide das hier immer mit der Schere ab. Und da brauchen wir wirklich eine ganze Menge. Denn das gibt jetzt Geschmack ab. Und da wir hinterher sowieso alles pürieren, können wir auch hier das Basilikum vollständig verwenden. Jetzt geht es wirklich genauso einfach und schnell auch weiter, denn jetzt geben wir alle unsere Gewürze, alle Zutaten einfach dazu. Nichts bleibt über hier, denn alles das wird gleich wundervoll mit im Ofen gebrutzelt. Mein Oregano, meine Chiliflocken, das sind jetzt, oh, ein guter Teelöffel Chiliflocken. Das ist für meinen Begriff nicht wirklich scharf. Wer aber nun sehr empfindlich ist und sagt, ich mag es überhaupt nicht scharf, der nimmt entweder ein bisschen Cayennepfeffer oder macht ein bisschen mehr normalen Pfeffer rein. Also man schmeckt es, aber ich finde, es ist moderat. Also wir geben jetzt hier nochmal unsere Chiliflocken rein.
Dann kommt der Zucker. So, jetzt kommt unser Balsamico hier auch mit darüber. Und dann kommt das Olivenöl. Und zum Schluss hier unser Tomatenmark. So, das war es auch schon an Vorbereitung. So, jetzt kommt noch Salz. Und bei den Tomaten brauchen wir schon ordentlich Salz, denn hier ist ja noch nichts dran. Tomaten vertragen ja viel Salz. Nicht übertreiben, aber sollte schon ordentlich sein. Und natürlich noch Pfeffer. So, das reicht aber auch. Und jetzt müssen wir das Ganze nur mischen. Man könnte mit der Hand machen oder mit dem Mischer. Wichtig ist jetzt, dass möglichst alles so ein bisschen mit dem Olivenöl benetzt wird. Für mich war es das an Vorbereitung jetzt erstmal. Und jetzt geht diese Auflaufform in den Ofen, 200 Grad, Ober- und Unterhitze, also nicht Umluft. Ich möchte nicht, dass die ganze Flüssigkeit jetzt auch wirklich verschwindet, sondern ich möchte das alles anschmoren. Und das also mindestens für 1 bis 1,5 Stunden. Ich gucke mal zwischendurch, je nachdem, wie euer Ofen so drauf ist. Also 1 Stunde mindestens. Das Ganze soll jetzt ordentlich angeschmort sein, soll Röststoffe entwickeln, bevor wir es dann rausnehmen und danach pürieren. Und ich habe meine Form jetzt noch mal ganz kurz unter den Grill gestellt, damit sich hier oben noch mal Röststoffe bilden. Die Tomaten sind doch sehr wässrig gewesen. Also jetzt sind wir auch soweit. Jetzt können wir die Tomaten hier abkühlen lassen. Die waren lang genug jetzt im Ofen. Und wenn wir sie abgekühlt haben, dann geht's weiter. Nachdem nun meine Tomatenmasse hier gute 1,5 Stunden im Ofen war, ich habe sie dann noch ein bisschen angegrillt, seht ihr, die Tomaten doch jetzt sehr zusammengegangen. Wir haben hier wunderbares Aroma und der Geruch ist auch schon ganz toll. Und jetzt fülle ich das Ganze einfach um in einen Suppentopf. Denn wir werden jetzt gleich dann als nächsten Schritt das Ganze nur noch pürieren. Und dann ist im Prinzip unsere Tomatensuppe auch schon fertig. Nach dem Umfüllen kommt der nächste Schritt. Jetzt wird die Suppe püriert. So, ihr seht, das Pürieren hat gut geklappt. Aber man sieht eben jetzt, die Suppe ist doch sehr, sehr dick jetzt noch, die Tomatenmasse. Und deswegen sagte ich ja schon am Anfang, ich gieße jetzt erstmal nochmal ein bisschen Gemüsebrühe an. So die Hälfte von den knapp 300 Millilitern hatte ich hier. Und dann püriere ich mal nochmal weiter, dann wird sie ein bisschen flüssiger auch und lässt sich dann mal ein bisschen feiner pürieren. Und das machen wir jetzt erstmal. So, ihr seht, dass ich jetzt hier, die Suppe hat jetzt hier wirklich eine tolle Konsistenz. Und fällt, finde ich genau richtig vom Löffel. Dünner muss sie nun wirklich nicht mehr sein. Sie riecht wunderbar nach Tomate, nach Basilikum. Ein ganz tolles Aroma. Wer jetzt noch mehr machen möchte, der kann auch mit ein bisschen Sahne verfeinern. Ich mache das jetzt, ich gebe einen Hauch Sahne nochmal dazu. Aber dann ist sie natürlich nicht mehr vegan. Wer sie jetzt vegane gerne essen möchte, lässt die Sahne natürlich weg. Aber ich finde, so ein Schluck Sahne tut der Suppe immer gut. Das mache ich nochmal und dann lasse ich jetzt aufkochen. Suppe fertig. Habe zwischendurch auch schon mal einen Schluck probiert. Die Farbe ist wunderbar, auch der Geruch ist wunderbar, der hier durch die Küche zieht. Das ist auch dann die typische Farbe für eine echte Tomatensuppe, die nicht so gefärbt rot aussieht. Und ich mache jetzt nicht mehr viel. Ich gebe jetzt in die Mitte zu meiner Suppe nochmal einen Klecks saure Sahne. Garniere jetzt nochmal mit ein wenig Basilikum. Und ich gebe dazu jetzt meine selbstgemachten Croutons, meine Parmesan-Knoblauch-Croutons. Die verabschieden sich schon. Und dann ist meine Suppe auch fertig garniert. Herrlich. Herrlich tomatig. Ansonsten denke ich, hat geklappt. Meine selbstgemachte Tomatensuppe hier, wundervoll. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal.
Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.